Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon X Egglog Part Nummer 15. Und heute kommt eine sehr verwirrende Folge. Und zwar habe ich heute dabei den Zwesket TV. Hallo Leute. Und der ist eigentlich nicht das erste Mal da, Ja. sondern im Grunde genommen das zweite Mal. Nur das Problem ist, wir haben gerade eben, also was heißt gerade eben, wir haben den Part schon seit längerem, seit 2, 3 Tagen, hatten wir, also vor 2, 3 Tagen haben wir versucht, den Part aufzunehmen. Nur da ist sein Audioprogramm, als er seine Aufnahme gestoppt hat, abgekackt. Und wir sehen gerade hier im Hintergrund, wie ein Ei schlüpft. Denn ich kommentiere heute den Part nicht live. Also ich lasse den Part heute im Hintergrund laufen. Ich habe in dem Part sowieso, es ist nicht viel passiert. Ich erkläre euch die wichtigen Details, da gehe ich ein bisschen drauf ein. Aber ich habe hauptsächlich mit Swiss TV zusammen Fragen beantwortet, was wir auch heute wieder machen. Wir sehen jetzt hier, da habe ich meinen Datieri bekommen, mein Flug-Pokémon, was sehr, 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 sehr nützlich ist. Da erinnere ich mich noch dran, wo wir über den Namen diskutiert haben. Ja, dann kam doch der sehr unoriginelle Name. Genau. Aber das seht ihr alles gleich. Und auf jeden Fall werden wir das gleich, also werden wir jetzt nochmal genau das gleiche machen. Wir werden wieder auf eure Fragen eingehen. Also ich werde die Fragen vorlesen, dann beantwortet er die Fragen, dann ergänze ich das Ganze nochmal eventuell. Und das wird schon alles funktionieren. Ja, hoffentlich. Genau. Außer Wenn ich. Camtasia kackt auch noch ab. Das passt schon. Gut, die erste Frage von Schrodruffy. Was war das lustigste Erlebnis, was hier in Pokémon passiert ist? Also, bei mir war das ist ein bisschen komisch, das alles nochmal zu Ja, erklären. klar, wir haben nämlich genau das gleiche schon mal, also wir haben genau die gleichen Fragen schon mal beantwortet, aber wir Ja. versuchen jetzt einfach nochmal die Fragen genau gleich zu Ja, beantworten. also bei mir war das in der vierten Gen damals noch, meiner ersten seriösen Gen eigentlich, die ich gespielt habe. Dort habe ich noch keine Ahnung gehabt von Shinies und bin da als kleiner Furz durch die eine der ersten Routen gelaufen. Gelaufen? Ja, gelaufen. Ja. Und dann kam da ein Staralili. Und das hat beim Erscheinen so geglitzert und alles und gefunkelt und war leicht braun und so. Und wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von Shinies und habe mir gedacht, schlau wie ich damals schon war, ich fange es mir einfach mal. Weil halt, es sah irgendwie besonders aus. Und dann habe ich im Internet ein bisschen recherchiert und habe dann herausgefunden, dass es Shiny-Pokémon gibt. Und dann habe ich mir die Erscheinungsrate von den Dingern angeschaut und habe mich nur noch gefreut, so 2 Wochen lang, denn 1 zu 8000 schien mir damals riesig. Und ja, da habe ich mich auch riesig gefreut drüber. Ja, ist verständlich. Jetzt erzähle ich auch noch mal kurz mein Erlebnis, und zwar. Das ist nicht unbedingt das Lustigste, was mir passiert ist. Es ist nur das, ich sag mal, Abgefahrenste, was mir passiert ist. Und zwar geht es bei mir ebenfalls um Shinies. Und zwar auch in der vierten Gen. Das war, glaube ich, auch echt das erste Shiny, das mir begegnet ist. Und zwar war das ein Shiny Mashok. Und viele von euch kennen ja diesen Berg bei Heatran, wo dieser Typ, ich weiß nicht, du kanntest den Namen von dem. Avenaro, ja. Avenaro, der mit den roten Haaren, mit diesem Zopf nach oben, der begleitet einen durch diese Höhle. Und dann kam zufälligerweise ein Shiny Mashok. Und so schlau wie ich war, anstatt Avenaros Pokémon zu töten, habe ich das andere Pokémon getötet. Und dann war Avenaro einfach mal der Meinung, das Shiny Mashok zu töten. Und ja, so habe ich mein erstes Shiny verloren. Hat mich auf jeden Fall ziemlich angekotzt. Und ja, darüber war ich echt nicht unbedingt begeistert. Wir sehen jetzt hier bei mir gerade einen Doppelkampf und ich denke mal, du erinnerst dich noch, was bei diesem Doppelkampf passiert ist. Mein Da müssen gutes wir jetzt, Karma. genau, da müssen wir jetzt kurz mal drauf eingehen. Und zwar ich setze halt Kraftwelle auf Mashok ein, bekomme auch die Paralyse. Und Panthimos geht halt für einen Psychstrahl. Habe ich mir schon gedacht, dass Panthimos irgendeine Psychoattacke auf meinen Mashok einsetzt. Auf meinen Mashok, auf meinen Karpels. Aber hier kommt jetzt auch noch der Fußtritt von Mashok und der geht ebenfalls auf meinen Karpels. Und ja, damit sieht es nicht gut aus für Dörpels und Dörpels ist an dieser Stelle leider Geschichte. In den Geschichtsbüchern. Durch dein gutes Ja. Karma. Und ja, damit haben wir leider Dörpels aus unserem Team verloren. Das war echt ein schockierender Moment, weil Dörpels ist einfach so ein Pokémon, das hat perfekt in mein Team gepasst mit perfekten Attacken für Techniker und Step-Moves, richtig geilen Step-Moves und guten Wesen und ja, aber da sieht man auch, dass nicht, also dass auch Competitive-Pokémon bei einer Egglog-Nuzlocke-Challenge, wie man es sehen will,
Nuzlocke-Regeln halt auch draufgehen kann. Mhm. Also auch bei Pokémon X und Y, wobei das nicht unbedingt die anspruchsvollsten Editionen sind. Aber auch hier kann das passieren. Ja. Doppelkämpfe sind immer gefährlich. Ja, richtig. Man weiß nie, ob beide auf dich gehen, ob du schneller bist, weiß man ja auch nicht unbedingt immer. Dann, ob das reicht gegen den Gegner, ob man das Risiko eingehen soll und halt auch rauswechseln, wäre halt auch riskant gewesen, weil egal, was ich rausgewechselt hätte, ich hätte auf zu mehrere wechseln können. Aber alles andere wäre halt auch genauso scheiße gewesen, weil ein Psychstrahl und ein Fußtritt, also Step-Moves von zwei recht gut trainierten Pokémon. Ja, tut allem weh. Tut allem weh, genau. Okay, nächste Frage von Schrot Ruffy. Was hältst du von, oder was haltet ihr, könnte ich jetzt auch genauso gut sagen, von den neuen News, also Mega Sumpex und Mega Gewaltro und so weiter und was sonst noch so enthüllt wurde? Ja, Mega Sumpex, übelst dope. Ich finde, es passt perfekt zu Sumpex an sich schon, halt eine Wall, die dann aber auch richtig reinhaut mit seinen Armen. Ich finde es halt krass auch mit Wassertempo. Ich hab damit nicht gerechnet, also mit Vegetarier habe ich ebenfalls nicht gerechnet, aber Wassertempo war dann doch irgendwie ziemlich überraschend. Ja, ich finde auch, Wassertempo macht irgendwie keinen Sinn auf dem Teil. Ja. Aber ja. Wir sehen ja, was draus wird. Ja. Und hoffe auf das Beste. Genau. Jetzt noch dein Statement zu Mega Gewaltro. Und Mega Gewaltro finde ich an sich cool, dass es jetzt auch ein Drache wird. Auch wenn das mittlerweile sehr overused ist, einfach alles zum Drachen zu machen, wenn es einen Boost braucht. Aber das Sprite im Spiel an sich, den hat man ja auch schon gesehen. Mhm. Und dort finde ich es halt ein bisschen blöd, dass er die ganze Zeit seinen Schweif gegen den Gegner hält, weil das sieht so irgendwie komisch Rücken aus. Halt. Ja. Nicht wie ein Ehrenmann. Ja, so quasi, ja, der hat übrigens Blitzfänger, nur falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ja. Aber hier nochmal kurz auf den Part eingehen. Hier bleibe ich kurz stehen, weil ihr habt gerade eben gesehen, die Batterieleistung lässt nach. Da habe ich kurz mein Ladekabel aufgehoben. Ja, so professionell, wie das hier auch abläuft. Und ja, was ich ganz interessant finde, das ist mir eigentlich erst so richtig vor kurzem aufgefallen, fast jedes Drachen-Pokémon bekommt eine Vierfachschwäche gegen Eis. Genauso wie Gewaltro jetzt. Es gibt Drache-Boden, Drache-Pflanze, Drache-Flug und Mann, was ist noch gegen Eis effektiv? Damit wir schon mal wissen, was die nächste Drachenkombination ist. Eigentlich nichts mehr, oder? Ich glaube, das war's, oder? Pflanze, Boden. Flug. Flug. Gegen Stein ist neutral, ne? Ja. Ja, ich glaube, das war's sogar schon. Okay, dann kommen noch mehr Pflanzen-Drachen-Boden. Ja. Toll. Und ja. Aber auch bei Mega Gewalto finde ich halt auch die Fähigkeit wieder ein bisschen fragwürdig. Blitzfänger. Ja, halt. Blitzableiter-Schweif, aber. Ja, kann man halt gut mit Ladevorgang. Naja, nicht Ladevorgang. Ladevorgang. Mit Ladungsstoß im Doppelkampf spielen, aber es halt auch wieder. Ja, und halt der perfekte Rotom Wash-Counter. Ja, das auf jeden Fall. Aber. Ich weiß nicht. Es gibt auch so gute Rotom Wash-Counter. Schwierig, aber ja, Alter. Kann man sehen, wie man möchte. Ja. Okay, nächste Frage, oder? Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nein, passt. Okay. Wie fandest du die Eilande in Feuerrot und Blattgrün oder die Insel Wunder Island in der Höhenregion? Da habe ich dir ja nochmal was dazu erklärt. Ja. Kannst ja auch nochmal drauf eingehen. Ja, also ich wusste nicht, was die Wunder Eilande sind, weil ich die nie besucht habe. Deshalb kann ich auch nicht viel dazu sagen, was ich dazu finde. Mhm. Aber die Eilande in Pokémon Blattgrün und Feuerrot waren für mich was ganz Besonderes, denn meine erste richtige Edition, die ich selbst gespielt habe, war ja Rubin, also Drittgen-Pokémon. Danach kam Blattgrün, dort halt erste Gen und ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt eine zweite Gen gab. Ich habe nie was davon gehört. Und dann kam ich halt da nach der Liga in Blattgrün auf diese Eilande und da gab es da auf einmal neue Pokémon, die ich noch nie zuvor gesehen hatte und das war halt was sehr Besonderes für mich und ich habe mich riesig gefreut. Ja, also zu den Wunder Islands zu sagen, da gibt's ja, also ich war auch noch nie dort, ich weiß nicht, ob man das nur über Cheat erreichen kann, das ist ja da in Flossbrunn, da ist ja dieser Opi, der schaut durchs Fenster, schaut in so eine Richtung und wenn er euch sagt, dass er heute Wunder Island sieht, dann könnt ihr einfach in diese Richtung schwimmen, wo er hinschaut und dort ist dann so ein Feld, mit hohem Gras, dort kommen dann nur Isos, frag mich nicht warum, was Game Freak sich dabei wieder gedacht hat.
Und da gibt es dort halt noch Bären, die man halt nur dort bekommen kann. Ja. Finde ich, ist cool gemacht, aber wenn es wirklich nur über Cheat erreichbar ist, dann finde ich es ein bisschen unnötig. Ja, dann, also ich fände es cool, wenn es irgendwie... Dann war es aber auch nicht ins Spiel eingeplant, wenn es nur durch Cheat erreichbar ist. Ja, ich denke mal, das ist so ähnlich wie die Lotterie halt ist. Ja. Schätzungsweise. Kann sein, ja. Und zu den Islands zu sagen, was ich bei den Islands ziemlich cool finde, das habe ich auch das letzte Mal schon mal angesprochen, und zwar fand ich es cool, dass sie bei Pokémon Rot und Blau bei den Remakes nochmal eine Erneuerung hinzugefügt haben. Wir haben ja gesehen, also bei Heart Gold und Soul Silver gab es ja fast gar nichts Neues. Nur so minimale kleine Aktivitäten, aber der Rest war sonst eigentlich so gut wie gleich. Und ich denke mal, dass sich das bei Oras jetzt wieder ändern wird. Also Oras, Omega Rubin, Alpha Saphir. Ja. Für manche Leute, die es nicht wissen, was ich damit meine. Und zwar, wenn man sich die Karte mal genau ansieht, ich könnte jetzt eventuell hier mal so ein Screen einblenden. Ich glaube, das mache ich auch. Da sehen wir ganz oben so ein schwarzes, dunkles Feld. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal gesehen? Ja. Da ist dieses schwarze, dunkle Feld und ich bin mal gespannt, was dort großartig kommen soll. Ja, ich habe letztes Mal ja auch gesagt, dass es vielleicht... Ja, stimmt, genau. Da haben wir ja Teil ist, wo die Kampfleute sind, also die Kampfpyramide oder wie der hieß und der Kampfturm und... Ja. Oder die Zerrwelt. Kann natürlich auch sein. Ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen, aber ich finde es cool, wenn Game Freak sich auch bei den Remakes... Klar, Remakes sind halt Spiele, die halt genau gleich sind, aber wenn es neue Orte gibt, die Story muss sich ja nicht komplett verändern. Es kann ja immer neue Orte geben, die man damals halt im Spiel nicht erreichen konnte. Ja. Genauso wie halt jetzt dort dieser Finsternistempel oder was es sein soll. Und ich finde es auf jeden Fall sehr kreativ. Gut, denkst du, dass der Hype noch größer wird bei Oras als zuvor bei Pokémon X und Y? Ja, da waren wir uns, glaube ich, einig, oder? Da waren wir uns sehr einig, ja. Ziemlich, also ich denke, er wird größer sein, weil halt Rubin und Saphir auch für einige die ersten Spiele waren und Nostalgiefaktor und... Oh ja, das ist halt generell bei Remakes so. Remakes, also ich glaube, dass der Hype bei Remakes generell größer ist als bei neuen Generationen. Neue Generation ist halt, das ist halt so richtig Standard. Ja. Remakes mittlerweile, würde ich schon einer sagen, auch, aber es ist halt nochmal erstens dieser Nostalgie-Effekt, den man halt verspürt. Klar, es ist halt neue Grafik und so weiter. Und zweitens ist es halt auch interessant, was sich Game Freak bei alten Sachen gedacht hat, die erneuert wurden. Und darauf freue ich mich schon sehr, dort ins Detail reinzugehen. Also, ich werde ja Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Let's Playen. Ich denke mal, du versuchst es auch. Ja, wenn es geht schon, ja. Wenn es geht, ja. Und ich denke mal, dass ich dort auch sehr ins Detail reingehen werde zu Erneuerungen von damals, also grafisch gesehen und so weiter. Ja. Das finde ich immer recht faszinierend. Okay, welchen Ort bei den Pokémon-Spielen findest du am gruseligsten? Lavandia bei mir. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch recht einig. Ja. Und wir haben ja noch, also du hast ja noch letztens erzählt, dass du bei Pokémon... Vertaniawald. Ja, ich war damals so ein Schisser und ich hatte schon beim Vertaniawald Angst und dann kam ich halt nach Lavandia, da war die Musik noch schlimmer und dann habe ich dann gespeichert und abgestellt und das Spiel nicht mehr angefasst. Ja, da haben wir auch nochmal über die Lavandia Musik geredet, die bei Heart Gold so extrem verändert wurde. Also was heißt verändert, das ist halt immer das Gleiche, aber wie du halt auch erwähnt hast, ist halt nicht mehr dieser Friedhof. Ja. Sondern halt dieser Radioturm, aber es ist halt schon krass, wie friedlich die diese Musik jetzt gestaltet haben. Und ja. Gut. Ich glaube, sonst müssen wir dazu nichts mehr sagen. Aber wir sind wir uns einig. Ja, ziemlich. Okay, wie findest du Pokémon-Wettbewerbe in Pokémon-Spielen, gut oder einfach nur unnötig? Genauso wie die X-Items. Also die X-Items erwähne ich ja immer, dass ich sie unnötig finde. Ja. Okay. Also in Pokémon Rubin und Saphir fand ich das eine nette Neuerung. Weil es gab es halt vorher noch nicht und ich habe es auch ein paar Mal gemacht. Aber wenn man das dann ein bis zweimal durchgemacht hat, dann hat man es gesehen, würde ich sagen. Ja klar, man bekommt ja auch nicht wirklich was dadurch. Ja, es lohnt sich nicht. Und dann in Diamant und Perl fand ich es auch noch recht witzig. War zwar fast das gleiche, einfach ein Knurrsp anstatt Pokeriegel. Ja. Und in da die Musicals in Gen 5 fand ich unnötig. Ja, da haben wir auch drüber geredet, Musicals. Ich weiß auch nicht, was sie sich wirklich dabei gedacht haben. Ja, also echt. Ich meine, so vielleicht ist jetzt im Moment so eine Zeit angebrochen oder zu dem Zeitpunkt, wo halt recht viele Musicals oder so geschaut wurden und vielleicht hat sich Game Freak dann dabei gedacht, ah komm,
wir packen jetzt Pokémon Musicals rein. High School Musical, yay! Für die ganz kleinen Kiddies. Genau. Ja, nee, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es daran liegt, dass wir schon etwas älter sind. Ich finde es einfach nur generell... Ja, also die Wettbewerbe finde ich immer noch. Ja, klar, die Wettbewerbe sind, finde ich, auch immer noch eine gute Idee. Hat Game Freak gut umgesetzt auch. Von den Attacken her mit diesem cool, schön, was weiß ich nicht was. Finde ich recht gut gemacht. Aber die Musicals weiß ich nicht. Ja. Ist nicht so meins. Weiß auch nicht. Okay, und Strohdruffys letzte Frage. Was war dein allererstes Shiny, das dir in einem Pokémon-Spiel begegnet ist, außer Pokémon Blau, Gelb, Rot und Grün, und ob es einfach so während der Story passiert ist oder nach der Liga? Ja, das haben wir schon beides angesprochen, unsere, also dein schönes Erlebnis und mein Trauma-Erlebnis. Lustig. Und ja, gut, dann gehen wir weiter mit den Fragen, und zwar zu Olaf XDLP. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Fischstäbchen mit Spinat. Daran erinnere ich mich noch. ja, ich habe kein wirkliches Lieblingsessen, also es ist immer je nach Lust und Laune. Ja. Aber jetzt, wo du gerade Fischstäbchen erwähnst, ich hätte jetzt richtig Lust auf Fish and Chips. Ja? Hätte ich jetzt sau Bock drauf. Das habe ich, ich war jetzt schon zweimal in Holland und da war damals, wir hatten dort so eine Ferienwohnung und da war da so ein Stand vor dem Haus und ich habe mir dort, das hat 7 € gekostet, aber es war so lecker. Ich habe mir jeden Tag Fisch und Chips geholt. Das war nur so ein kleiner Teller. Was heißt ein kleiner Teller? Das war schon so eine recht gute Portion. Das war halt Pommes, Fisch, so Standard halt mit Roulade. Und es hat einfach 7 € gekostet und ich glaube, ich war dort in einer Woche, war ich glaube ich 4-5 Mal essen, weil es einfach so lecker war. Danach konnte man nicht rollen, oder was? Genau. Ja, nee, so groß waren die Portionen jetzt auch nicht. Ja. Aber es war schon... sau lecker, also hätte ich jetzt auch Lust drauf. In London hatte ich ja auch das erste Mal Fish and Chips, so richtig. Und ich fand es auch ziemlich gut. Ja. Braucht jetzt zwar nicht so riesen Kochkünste, aber... Ja, klar. Okay, welche Mega-Entwicklung würdest du gerne in Omega Rubin und Alpha Saphir sehen? Mega Tohaido. Mega Kamerupt. Ja. Also aber die kommen sehr wahrscheinlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ist sehr offensichtlich, dass die kommen werden. Aber Mega Tohaido, finde ich, hat es echt verdient. Einfach, weil es mal ein Hinterteil verdient hat. all den Jahren ohne. Nur mit so einem halben Körper irgendwie, dann so die Flossen da, wie so ein... keine Ahnung. Und ansonsten habe ich ja gesagt, Metagross und Libeltra. Da hast du ja bei Libeltra eine sehr coole Vorstellung gehabt, wie ich finde. Ja, Drachekäfer. Drachekäfer würde ich echt sehr cool finden. Ja, es wär mal was Neues und keine Vierfach-Eischwäche. Genau. Also ich fände es sehr cool. Dann wäre halt Feuer normal, aber... Ja, ist nicht so schlimm. Ich finde generell Boden ist halt irgendwie nicht so ganz verständlich. Es passt halt irgendwie nicht. Also bei Knackleon klar, als wenn es so ein Sandlöwe geblieben wäre und dann ein Drache geworden wäre, so ein Sandlöwendrache. Mhm. Aber wenn es dann zu einer Libelle wird, würde ich den Bodentyp wegnehmen. Ehrlich gesagt. Ja, also was ich halt cool gefunden hätte, wäre zum Beispiel, wenn Knackleon die Entwicklung sozusagen halt wirklich zu so einem richtig großen Löwen wird, so einem richtig, wie so eine Sphinx irgendwie oder so. Ja, das wäre cool gewesen. Das wäre halt echt cool gewesen, aber es wird halt einfach so zu einer Libelle, wenn dann zum Beispiel Libeltra dann die Mega-Entwicklung bekommt irgendwie, dass es dann halt so richtig nicht mehr so diese komischen Flügel hat, diese Vierecksflügel, sondern irgendwie so richtige Käferflügel, weißt du, die so schnell flattern. Aber so dann sieht das fast aus wie Yanma und Yamega, das ist auch das Problem. Ja, ich überlasse denen die Kreativität. Besser so, glaube ich. Genau. Und ansonsten habe ich halt gestern in der Pyramide ja schon mit Family Let's Play drüber gesprochen, dass ich Metacross sehr cool finden würde, wenn es den Psychotypen verlieren würde und Filter als Fähigkeit bekommen würde. Hast du mir, glaube ich, auch gesagt. Habe ich dir auch erzählt, genau. Hast du mir auch erzählt. Hätte ich echt cool gefunden. Also ich würde es cool finden. Und ansonsten, was halt auch noch spekulativ sehr hoch ist, würde ich sagen, sind halt Tengulis und Kapaloris. Ja, weil sie halt editionsspezifisch. Genau, sind generell viele, wie zum Beispiel Minun und Plusle und so weiter. Ja, aber Minun und Plusle, ich weiß ja nicht, was du da rausholen willst mit deiner Mega. Ja, was ich bei Kapaloris cool finden würde, das hat mir auch, da hat auch Family Let's Play schon oft drüber gesprochen, und zwar, wenn es die Mega-Entwicklung bekommt, dass es dann die Fähigkeit Niesel bekommt, denn es gibt jetzt halt, wie gesagt, 2 Pokémon mit der Fähigkeit Niesel. Ja. Und warum nicht auch noch ein drittes Pokémon? Ja, also vor allem, weil es in XY halt ein neues mit Dürre gab. Genau. Mega-Kurak Y. Ich würde es echt cool finden, wenn Mega-Kapaloris... Ja, aber das Problem ist, dann hat es sein Wassertempo nicht mehr. Ja, aber trotzdem ist es halt...
Ja, aber es ist halt so, ja. Und dann Ja. eventuell Tengulist mit Dürre oder so, wer Ja, klar. weiß. Ja, nee, keine Ahnung. Mal sehen. Oder was halt cool wäre, so Tengulist, wenn es dann halt, was es ja echt noch gar nicht gibt, irgendwie so den Typen Pflanze Feuer oder, ach, keine Ahnung. Ich Ja. glaube, wir überspringen das Ja, ich jetzt glaube, das mal. reicht. Okay, dann, das war nicht wirklich eine Frage von ihm gesehen, aber er hat in die Kommentare geschrieben, warum zwei Dislikes? Das habe ich mir rausgesucht, denn ich wollte einfach mit dir nochmal so speziell über Hater, können wir ja nochmal kurz reden oder so, unsere Meinung dazu und so weiter. Ja, da hast du, glaube ich, deinen Part zuerst. Ja, okay, ich kann ruhig gerne anfangen. und zwar, ich mache mir da nichts Großartiges draus. Also, wenn ich jetzt auch auf dieses Video zwei Dislikes oder 50 Dislikes oder 7 Millionen Dislikes, das stört mich nicht. Also, es würde mich auch nicht stören, wenn Leute mir ihre Meinung dazu schreiben würden. Es würde mich sogar freuen, wenn Leute, ehrlich gesagt, okay, es würde mich nicht unbedingt freuen, aber ich würde es gut finden, wenn Leute das Video disliken würden und in die Kommentare schreiben, ja, ich habe das Video jetzt gedisliked, weil mir dein Kommentarstil nicht gefällt. Nehme ich so hin, fertig. Also, sowas finde ich vollkommen okay. Aber wenn die Leute disliken, nach einer Minute während das Video oder nach einer Sekunde, wenn das Video oben ist, und dann einfach wieder gehen, das finde ich, weiß nicht. Also, ich ignoriere sowas, aber keine Ahnung, ich finde es irgendwie unnötig. Also, ich habe da keine großartige Meinung dazu. Ich reg mich darüber nicht auf, aber ich finde es halt trotzdem, wie soll ich sagen, ich mache mir halt einfach nichts draus. Ja, ich habe da auch gesagt, man sollte das am besten einfach ignorieren, denn was habe ich da genommen? Verlissify habe ich da als Beispiel genommen. Ja. Da hat ja ein Video, also an seine Hater quasi gemacht, weil er spielt ja oft mit, also nicht mit Smogon-Regeln, Regeln. Und dafür wird er ziemlich gehatet, also was ich mitbekommen habe, ich schaue ihn sonst nicht. Und dann hat er halt ein Reaktionsvideo dazu gemacht und danach wurde er einfach von den meisten PokéTubern auch noch gehatet. Ja. Also die meisten haben versucht halt das mit guten Argumenten zu belegen, aber im Endeffekt wurde dann alles so gegen Verlissify gehypt im Ja. negativen Sinne. Ja. Ja, und deshalb finde ich, sollte man das einfach beruhen lassen. Ich meine, man kann ja nichts dagegen machen. Ist halt so eine Töten. Funktion auf ist halt so eine Funktion auf YouTube. Ich finde generell, Ja, eben, wenn ich es sie weiß gibt. nicht. Ich würde, wenn ich jetzt YouTube-Entwickler wäre, würde ich die negativen Bewertungen echt weglassen. Sondern nur die positiven Bewertungen und die Kommentarfunktion. Würde ich persönlich. Ja, aber dann nimmst du den Leuten ja die. Ja, die Meinungsfreiheit Ja. weg, natürlich. Also, keine Ahnung. Ist auch wieder Ansichtssache. Was ich halt jetzt recht interessant fand, gestern, scheinbar wurden ja die inaktiven Abonnenten bereinigt, sozusagen. Echt? Okay. Und ich habe keinen Abonnenten verloren. Das hat mich echt überrascht. Ich weiß jetzt nicht, auf was für einen Zeitraum das belegt ist oder so, aber ich finde die Idee sehr cool. Denn so haben Leute, wie zum Beispiel, die sich Abonnenten kaufen oder so, einfach gar keine Chance, irgendwie dann damit großartig durchzukommen. Stell dir vor, du bist jetzt ein YouTuber, kaufst dir 5000 Abonnenten, dann werden die bereinigt und ja, dann hast du direkt mal wieder 5000 Ja, aber weniger. wie definieren die Ich inaktiv? weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, dass erzählt wurde, dass es schon mal gab und da wurden sogar ein paar Aktive aus Versehen mit rausgenommen. Warum ist das eine übelste Arbeit dann? Nicht Ja, allgemein also so ich habe einen keine YouTuber. Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die das sehen, ob dieser Kanal einfach generell seit vielleicht einem Jahr inaktiv sein muss oder so dafür. Ich habe echt gar keine Ahnung. Ja, okay. Aber wie gesagt, ist halt passiert und ja, ich habe auf jeden Fall keinen Aber ich verloren müsste und mal nachschauen gehen bei mir. Also bei mir wird ja, es ein bisschen ich. mehr auffallen als bei dir, wenn du es. Ja, aber wenn ich jetzt mal überlege, du bist ja jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ja. Ich denke mal, bei dir werden eigentlich alle recht aktiv sein. Ich hoffe es mal. Schaut bei SöskeTV wieder vorbei. Okay, dann die nächste Frage von André Rockel. Wie hast du dir deinen Erfolg innerhalb von 4 Monaten zuzuschreiben? Ich glaube, da kannst du nicht großartig viel zu erzählen. Ich? Oder, ja, ich weiß Doch, nicht, kannst du was dazu also erzählen? So. ich denke, vor allem weil man merkt, dass hinter deinen Videos eine Menge Arbeit steckt. Vor allem halt die Rahmen und alles und
Oh, ja, danke. ja, man merkt einfach, wie sich deine Qualität immer und immer wieder verbessert hat. Oh ja, also wenn ich mir jetzt mein erstes Video anschaue mit dem Vergleich, also vergleichbar mit den heutigen Videos. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Außer du hast mal so Probleme wie mit der letzten Pyramidenfolge. Ja, ja, klar. Aber sowas passiert halt nun mal. Ja, ja, klar. Ich meine, man sieht ja sonst, dass du gute Qualität genau. hast. Genau. Ja, wie gesagt, ich versuche mir halt recht viel Mühe zu geben bei meinen Videos und ich weiß, ich finde es echt richtig krass, muss ich ehrlich sagen, wie sich der Kanal entwickelt. Ja. Ich bin jetzt seit 4,5 Monaten dabei, habe jetzt die 900 Abonnentenmarke gestern geknackt. So wie es momentan mit den täglichen Abonnentenzahl zwischen 20 und 80 aussieht, wird es scheinbar auch so sein, dass es eventuell nicht mehr so lange bis zu den 1000 dauern wird. Ich habe ehrlich gesagt, als ich angefangen habe mit YouTube, da lief es echt schon, für meine Verhältnisse finde ich persönlich, richtig gut. Und ich habe echt mal so, jetzt ohne jetzt zum Beispiel so zu sagen, ja, das hätte ich mir, sowas und sowas hätte ich mir zum Beispiel niemals erträumt. Ich habe einfach mal zu meiner Freundin gesagt, komm, wir schätzen mal ungefähr, wie viele Abonnenten es eventuell sein könnte, dass ich, wie viele ich am Ende des Jahres habe. Und dann sind wir auf den Schluss gekommen, wir haben dann so ein bisschen geschaut, wie viel ich so pro Tag bekommen habe. Da war so der Durchschnitt, dass ich so mal 3 Abonnenten am Tag gemacht habe, auch mal keinen und so. Das war halt so der Durchschnitt und da sind wir halt am Ende sozusagen auf so einen Entschluss gekommen, dass ich am Ende des Jahres 500 Abonnenten habe. Und jetzt ist es gerade mal Juni und ich bin schon fast bei der 1000. Also ja. Damit habe ich echt überhaupt nicht gerechnet. Ich bin der Meinung, also klar ist halt viel dadurch gekommen, dass ich halt die Arena-Leiter-Pyramide gemacht habe. Ich habe am Anfang echt Angst gehabt, dass es extrem scheiße ankommt, weil halt viele denken, ja, wieso machst du so Ishumaru nach und so weiter. Aber das war halt auch, wie gesagt, nicht meine Absicht. Ich habe jetzt über 70 Anfragen bekommen. Ich wollte halt einfach sozusagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so Ishumaru einfach ein bisschen Arbeit abnehmen. Ja. Denn er hat innerhalb von wenigen Tagen 3000 Anfragen bekommen und es ist verständlich, dass so Ishumaru nicht 3000 Leute innerhalb von ein paar Tagen annehmen kann, die herausfordern kann und so weiter. Ich denke mal, er wird jetzt eine zweite Phase machen. Ich glaube, er hat erzählt, er wird dann auch noch eine dritte Phase machen. Yep. Und dann wird er, sage ich mal, ungefähr auf 150 bis 200 Leute kommen. Und er hat dann innerhalb von den ersten Tagen schon mehr als 3000 Anfragen. Das heißt, ich starte einfach dieses Projekt, um halt auch Leuten dann nochmal die Chance zu geben. Ich habe jetzt auch über 70 Anfragen. Und bei mir wird es ja, wie gesagt, ebenfalls eine zweite Phase geben. Das wird nach Part 70 kommen. Ich habe auch keinen Plan, ob es dann auch bei mir noch eine dritte oder eine vierte oder eine fünfte oder eine sechste Phase geben wird. Je nachdem, wie das Projekt bei euch ankommt, wie ihr das findet. Und so lange werde ich das eventuell auch weiterführen. Ich werde auch natürlich mal wieder Videos machen, wie zum Beispiel normale Wi-Fi-Kämpfe oder so. Kann alles kommen. Aber das Projekt scheint im Moment halt einfach gut bei euch anzukommen. Und wieso sollte ich das dann deswegen auch abbrechen? Das würde ja gar keinen Sinn machen. Ja, und vor allem, also das Format von Sui ist einfach schon gut an sich. Ja. Ist zum Beispiel wie die Nuzlocke, die davon, von wem wurde die erfunden? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, wenn der einfach immer sagen würde, nee, ihr dürft das nicht kopieren und genau, so. Ich meine, die Nuzlocke wurde ja auch überall verbreitet und deshalb. Ich denke mal, dass diese Person, die Nuzlocke erfunden, an sich eher glücklich schätzt, ja, dass eben. Einfach fast jeder jetzt diese Nuzlocke-Challenge spielt, ja. Spielt, ja, genau. Also ich würde es auch cool finden, wenn man sozusagen einen Trend setzt. Ja. Ich meine, es und deswegen denke ich mal auch, dass Ishumaru da nichts dagegen hat, dass Leute ebenfalls halt dieses Projekt... Ich würde es, ehrlich gesagt, aber echt scheiße finden, wenn Leute dieses Projekt nehmen würden und dann sagen, ja, das ist mein Projekt. Ich ja erfunden. Eben, aber du hast ja schön gesagt, dass es ja, von Sui ist. Ja, ich habe ihn auch, also ich habe ihn in jedem Video, ist er unten in der Beschreibung verlinkt, denn es ist halt einfach sozusagen, er ist der Erfinder dieses Projektes, also vielleicht habe ich schon mal vom Jahr ein amerikanischer YouTuber das gemacht, aber ja. Ich denke mal, dass Sui hat sich dabei was gedacht bei dieser Challenge und so weiter und hat es dann halt einfach umgesetzt und es hat er halt einfach sehr gut gemacht. Ja, mich auch. Und ja, gut. Wir schweifen schon wieder sau vom Thema ab. Wo waren wir? Das war noch zu der Frage, wie hast du dir deine Erfolge innerhalb okay. von 4 Monaten? Und ja, also nochmal zu der Frage zurückzukommen. Ich weiß nicht genau, also es ist jetzt nochmal von recht interessant von einer Person, die nicht ich ist, nein. zu hören, wie sie es findet, dass, also diesen Erfolg, wie sie es empfindet sozusagen.
Ist halt auch nochmal anders da, weil ich kann jetzt nicht sagen, ja, weil ich die geilsten Videos mache, abonniert mich. Oder irgendwie sowas, das ist es halt einfach nicht. Das ist halt einfach nochmal was anderes. Und ja, ich kann es mir halt einfach selber nicht ganz erklären. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool und bin immer noch sehr froh darüber, für euch Videos zu machen. Ja, ich auch. Also, dass du die noch machst. Okay, gut, dann die nächste Frage. Kannst du bestimmte Ausrüstung für YouTube empfehlen, da ich schon länger selber anfangen will, aber noch nicht die passende Ausrüstung habe? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin einer der unprofessionellsten YouTuber, die eine gute Qualität hinlegen, mit keiner guten Ausrüstung. Es gibt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein paar Leute, Surskit TV oder Present LP, die haben alle ein richtiges Mikrofon. Und dann gibt es so Leute wie mich, die haben kein Mikrofon. Denn ich nehme mit meinem Toaster meine Stimme auf. Nein, natürlich nicht. Ich habe ein normales Gaming-Headset, also die Qualität scheint aber scheinbar recht gut zu sein. Ja, sicher ausreichend. Genau. Und ich bin aber trotzdem, also ich möchte mir trotzdem noch ein Mikrofon holen. Das bekannteste Mikrofon, das ich jetzt gehört habe, ist jetzt das T-Bone-Mikrofon. Aber du hast auch noch ein echt gutes, also wie hieß die Marke von deinem Mikrofon? Ich weiß es gar nicht. Behringer, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung, wie gut das so ist im Allgemeinen, weil ich habe mir mal ein Mikro auf Weihnachten gewünscht, damals noch. Mhm. Dann hat meine Mutter halt irgendwas gekauft und... Okay. Ja. Ja, es gibt natürlich, es gibt viele auch irgendwie zum Beispiel Marken, die jetzt, weiß nicht, noch recht unbekannt sind und die eventuell auch gutes Dings machen. Ja, aber ich sehe gerade, der Part ist jetzt gleich vorbei. Okay. Deswegen, jetzt die letzten paar Sekunden, hast du noch irgendwelche Worte? Audacity ist scheiße. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei Surskit TV vorbei. Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der macht auch Pokémon-Videos, so ein Zeugs. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.